nichts anbrennen, oder? Ich versuch's zu vermeiden. Kann ich helfen? Gern. Können Sie uns vielleicht verraten, was das alles soll? Ich hasse Abschiede. Da hilft nur eine Abschiedsparty, John. Wir haben uns ziemlich viel Mühe gegeben. Die paar Minuten wird doch wohl noch Zeit sein. Wir haben nämlich einen kleinen Imbiss vorbereitet. Ich bitte um Entschuldigung. Warum gehen Sie so schnell fort? Sie haben doch erst vor 2 Tagen gekündigt. Sie haben den Lehrstuhl für Geschichte in Stanford. Schön wär's. Wir haben Taquitos, Chicken Wings, ein paar Tüten Chips und Bier. Hätten wir etwas mehr Zeit, hätten wir uns was Besseres ausgedacht. Candlelight Dinner bei McDonald's, Tripperin... Taquitos reichen mir. Art kommt später, er hat noch Sprechstunde. Übernimmt George Ihre Stelle? George oder Trimble. Hat der Dekan schon entschieden? Er hat nichts gesagt. Mein Gott, was ist das? Sieht aus wie ein Van Gogh, aber ein ganz Unbekannter. Ist das ein Original, John? Nein, den habe ich mal geschenkt bekommen. Dann muss es eine exzellente Kopie sein. Ist bestimmt zeitgenössisch. Darf ich mal sehen? Bitte ja. Der gleiche Keilrahmen, wie ihn Van Gogh benutzt hat. Ja, und auf der Rückseite steht etwas Französisches. Oh, meinem Freund Jacques Bourne. Wer das wohl war? Jemand, den er kannte. Brillant kombiniert, Sherlock. Sie sollten es unbedingt einmal schätzen lassen. Vielleicht irgendwann mal. Aber eigentlich habe ich nicht vor, es zu verkaufen. So. Bringen Sie das Zeug in die Küche? Nein, ich bring's ins Bad schon. Das Gas ist schon abgeschaltet, Strom ist noch an. Machen Sie sich's bequem, aber die Möbel werden nachher abgeholt. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr auf dem Fußboden gesessen. Wie hieß die Kleider noch gleich? Ist gut für den Rücken. Machen wir Yoga-Übungen? Aber nur Tantra-Yoga. Also, Sie hängen den Job an den Nagel. Kommt ein bisschen plötzlich, oder? Hand aufs Herz, John. Gab's Probleme? Nein. Kommen Sie, John. Wir würden Ihnen helfen. Das weiß ich zu schätzen, aber kein Problem. Jetzt bin ich neugierig. Wohin geht's? Sie gehen einfach? 10 Jahre als Professor. Beste Aussichten auf den Posten als Chef der Fakultät. Und da gehen Sie einfach weg. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Hab so ein Kribbeln in den Füßen. Ist nicht das erste Mal. Oh, nein, nein, nein. Sie sind viel zu jung, um das schon mal gemacht zu haben. Und er hat sich in den 10 Jahren gar nicht verändert. Jede Frau in der Fakultät wüsste lieben gern sein Geheimnis. Die ewige Jugend, Edith? Hören Sie auf, Harry. Wow, das geht aber schwer. Darf ich mal sehen? Sie jagen? Ja, Rotwild. Und Braunbären. Mit dem Bogen? Viele treffen nicht mal mit Gewehr und Zielfernrohr. Wild schmeckt sehr gut. Wild ist am gesündesten. Es lebt und ernährt sich natürlich. Schönes Gerät. Ich gehe mal in die Küche. Und? Habe ich die Prüfung bestanden? Oh mein Gott. War lustig. Hey, John. Sie kennen Linda aus dem letzten Semester. Hey. Sie ist jetzt eins meiner Opfer. Ich bringe sie nach Hause. Sie wollte sich nur verabschieden. Ist Art wirklich so anspruchsvoll? Oh, Archäologie ist anspruchsvoll. Aber Dr. Jenkins ist ein toller Lehrer. Danke für die Blumen. Aber es stimmt. Ein bisschen Lektüre für unterwegs. Im Schatten der Höhle, der Urmensch in uns, Arthur M. Jenkins. Ich hoffe, es passt. Lektüre ist mir lieber als Schreiben. Danke. Hallo. Oh, darf ich vorstellen, das ist der Linda. Linda, meine Kollegin. Linda? Hallo. Und? Wohin geht's, John? Nicht, dass wir neugierig wären. Das Thema hatten wir schon. John, kribbeln die Füße. Es gibt Medikamente für sowas, John. Also doch ein Problem? Nein. Ich bleib nur ungern lang an einem Ort. Ist vielleicht eine Eigenart. Ist Ihre Sache. Ich kann Ihnen leider nichts Besonderes anbieten. Ein wenig Konversation, einige bequeme Sessel und, Will der uns im Stich lassen? Ich hätte nur noch das hier. Johnny Walker Green. Eine Rarität, Sie waren wohl Spitzenverdiener. Für meine Freunde ist mir nichts zu teuer. Leider gibt's nur noch Plastikbecher.
Ein Sakrileg, das ich gerade so toleriere. Dann werde ich die Flasche öffnen. Komm zu Papa. Na los, alle her. Na los, nicht so schüchtern, die Becher her. Ah, bitte. So, darf ich mal durch? Ihr Arzt. Nein, danke. Ich trinke nicht. Was, Sie trinken nicht? Da entgeht Ihnen aber was. Wir wünschen unserem geschätzten Freund und Kollegen John Oldman ein langes Leben. Möge er sein Glück finden, wohin es ihn auch zieht. Hört, hört. Skoll. Na, Strovi. Mazel tov, John. Der geht runter wie Öl. John, wir sind sehr traurig, dass Sie gehen. Okay. Und was wird aus dem angebrochenen Nachmittag? Hat jemand ein spannendes Thema? Wie wär's hiermit? Was ist das? Ein Faustkeil. Sehr gut erhalten. Wurde im frühen Magdalenien verwendet. Darf ich mal sehen? Klar. Ja, scheint ein Faustkeil zu sein. Wirklich? Ein Faustkeil? Ein Werkzeug aus Feuerstein, mit dem in der Steinzeit Holz und Knochen bearbeitet wurden, um daraus Speerspitzen zu fertigen. Die Magdalenier haben kaum mit Feuerstein gearbeitet. Das ist eine Rarität. Okay. Wer waren die Magdalenier? Die Nachfolger des Cro-Magnon-Menschen, ganz einfach ausgedrückt. Das ist die letzte Kultur der Altsteinzeit gewesen. Wenn Steine sprechen könnten, nicht wahr, Art? Woher haben Sie den, John? Ob Sie es glauben oder nicht, von einem Flohmarkt für ein paar Cent. Schwein gehabt. Ich muss für sowas sehr lange graben. Darf ich? Ja. Womöglich bin ich ganz froh. Ganz froh, dass wir gekommen sind? Womöglich? Nein, bestimmt. Vielen Dank. Wir sind auch froh. Das sage ich Ihnen. Oder wollten Sie einfach weglaufen? Danke. John, was ist los? Stehen Sie auf der Fahndungsliste? Keine Panik, wir verraten Sie nicht. Ja, raus damit. Sie sind unter Freunden. Neugierigen Freunden. Lieber nicht. Sie machen es ganz schön spannend. Offensichtlich haben Sie was zu sagen. Also sagen Sie es. Ja, vielleicht. 10, 9, 8, 7, 6? Hören Sie auf. Ich bin nah dran, etwas zu erzählen. Es wäre das erste Mal und ich weiß nicht, wie Sie reagieren. Darf ich eine ganz dumme Frage stellen? John, wir sind Lehrer. Wir beantworten ständig dumme Fragen. Hey! Angenommen, ein Mensch aus der Altsteinzeit hätte bis heute überlebt. Überlebt? Sie meinen, er wäre nie gestorben? Ja. Was wäre er für ein Mensch? Oh, ich kenne da einige Typen. Besuchen Sie mal ein Folkkonzert. Eine interessante Idee. Arbeiten Sie an einer Science-Fiction-Geschichte? Könnte stimmen. Wie wäre er? Ziemlich müde. Im Ernst? Der Titel von Arts Buch suggeriert, dass er nicht viel anders wäre als wir. Denn ein Höhlenmensch? Also anatomisch bestehen keine Unterschiede zwischen einem Cro-Magnon-Menschen und uns. Wir sind nur größer. Welchen Vorteil bietet Körpergröße? Man entdeckt ein angreifendes Tier im hohen Gras früher. Ein langer Körper ermöglicht eine bessere Wärmeabgabe in heißen Klimazonen. Und die Neandertaler sind noch unter uns, wenn ich da an einige Mitmenschen denke. Aber er wäre ein Höhlenmensch. Nein, wäre er nicht. Johns hypothetischer Mensch hätte 140 Jahrhunderte durchlebt. In etwa. Und sich mit jedem verändert. Normale Intelligenz vorausgesetzt. Man kann annehmen, dass der Mensch der Altsteinzeit so intelligent war wie wir heute und nur weniger Wissen besaß. Johns Mensch hätte dazugelernt, wie die Menschheit insgesamt. Er könnte sich bis heute Kenntnisse angeeignet haben, die wären einfach ganz erstaunlich. Wenn Sie die Geschichte schreiben, will ich sie sehen, damit keine anthropologischen Schnitzer drin sind. In Ordnung. Wie könnte er überlebt haben? Die Antwort des Biologen? Mit Eiscreme und Zigaretten. Ist ja schon gut, ich spiel mit. Gut. Ich würde sagen, die Voraussetzungen dafür wären perfekte Regeneration der vorhandenen Zellen, vor allem in den lebenswichtigen Organen. Der menschliche Organismus scheint übrigens geschaffen für eine Lebensdauer von 190 Jahren. Die meisten von uns sterben an frühzeitiger Vergiftung. Vielleicht vermied er einen Fehler, den andere in der Geschichte gemacht haben. Er nahm Nahrung zu sich, trank Wasser, atmete Luft. In der Frühzeit war alles sauber und unbelastet. Wir leben heute in einer Welt, die dafür nicht mehr die besten
Voraussetzungen bietet. Möglich. Die Zellen der Bauchspeicheldrüse regenerieren sich alle 24 Stunden, die der Magenschleimhaut alle 3 Tage und der ganze Körper alle 7 Jahre. Aber der Prozess wird gestört. Die Schadstoffe bringen den Körper zum Erliegen. Gelänge dem Immunsystem aufgrund eines kleinen Kniffs die perfekte Entgiftung, die perfekte Erneuerung, dann könnte er 190 Jahre durchhalten. Eine Lösung, auf die wir alle hoffen. Würden Sie wirklich gern 14.000 Jahre auf der Erde sein? Na ja, wenn ich dabei gesund wäre und nicht altern würde, warum denn nicht? Ja, was könnte man da alles lernen? Hat jemand Hunger? Ihr. Ich halte es für möglich, je länger ich darüber nachdenke. Ja, alles ist möglich. Die Magie einer Epoche ist die Wissenschaft einer anderen. Man hielt Kolumbus für einen Spinner oder auch Pasteur, Kopernikus. Oder lange davor Aristarchus. Ich hätte mit Kolumbus mitsegeln können, aber ich hatte zu viel Angst davor. Allerdings hatte ich nicht wirklich Angst. Ich hatte nicht wirklich Angst, dass die Erde eine Scheibe ist und man fällt ins Nichts. Sehen Sie die anderen, John? Sie scheint sich zu erschrecken. Das war wohl ein Witz, den ich nicht verstanden habe. Ich meine es ernst. Was ist hier das Thema? Wir sprechen über einen höheren Menschen, der bis zum heutigen Tag überlebt hat. Wie Sie schon sagten, welche große Chance zu lernen. Ich musste sogar das Lernen lernen. Hatten Sie vor uns schon ein paar Intus, John? Wir sollten es uns als reine Fiktion vorstellen. Okay, ein uralter Cro-Magnon-Mensch, der bis heute überlebt hat. Oh Gott! Was? John hat gerade erzählt, er ist 14.000 Jahre alt. Oh, John, du siehst keinen Tag älter aus als 900. Ganz richtig. Na schön, Spock, ich spiele ein kleines Spiel. Was ist an Ihnen so geheim? Alle 10 Jahre, wenn die Leute merken, dass ich nicht älter werde, dann verschwinde ich. Das ist wirklich ein toller Einfall, John. Bekomme ich die Geschichte, wenn sie fertig ist? Soll es weitergehen? Oh ja, unbedingt, das ist klasse. In Ordnung. Also Sie denken, Sie sind ein Cro-Magnon-Mensch? Nun, aus der Schule weiß ich das nicht. Es spricht aber viel dafür, gestützt auf archäologische Daten sowie die anthropologische Forschung. Die letzten 4000 Jahre seit Mesopotamien sind mir in etwa klar. Da haben Sie uns einiges voraus. Bitte, fahren Sie fort. Sie kennen die grundlegenden Fakten, also fasse ich mich kurz. Wissen Sie, schon in meinem ersten Leben war ich etwa 35, so wie auch jetzt. Ich wurde zum Anführer meiner Gruppe, weil sie an meine Magie glaubten. Sie glaubten daran. Dann bekamen sie Angst und sie jagten mich fort. Sie glaubten, ich würde ihnen ihr Leben stehlen, sie irgendwie aussaugen. Prähistorischen Wurzeln des Vampirmythos, das ist gut. Die ersten 1000 Jahre liegen etwas im Dunkeln. Und wie wissen Sie überhaupt etwas darüber? Vermutungen auf Basis neueren Wissens und meiner Erinnerung. Die meisten Menschen erinnern sich kaum an ihre Kindheit und Sie wollen das alles noch genau wissen? Wie bei Ihnen, sehr selektiv. Einige Höhepunkte, einige Tiefpunkte, Verletzungen. Dinge, die man nie vergisst. Triumphe oder Niederlagen prägen sich tief ein. Das vergisst man nicht. Erzählen Sie. Ich wurde verfolgt, weil ich unsterblich war. Deshalb schloss ich mich verschiedenen Gruppen an und beschloss, immer nach einer bestimmten Zeit weiterzuziehen. Wir waren natürlich Halbnomaden und folgten dem Wetter und dem Wild, das wir jagten. 2000 Jahre war es kalt. In den Niederungen wurde es etwas wärmer. Das war wohl nach der Eiszeit. Wie sah die Landschaft aus? Berge. Und im Westen eine riesige Tiefebene. Westen? Wo erkannten Sie den Begriff? Wegen der untergehenden Sonne. Ich sah die britischen Inseln von der heutigen Westküste Frankreichs aus. Ein hohes Gebirge auf der anderen Seite eines tiefen Tals, das bei Sonnenuntergang im Schatten lag. Die Abtrennung vom Kontinent erfolgte erst später, als der Meeresspiegel durch die schmelzenden Gletscher anstieg. Ist das passiert? Ja, am Ende des Pleistozän. Soweit stimmt die Beschreibung. Das steht doch in jeder gängigen Fachliteratur. Da habe ich es her. Wie soll ich eine bewusste Erinnerung haben, wenn mir das Wissen fehlte? Ich bringe meine Erinnerungen nachträglich mit modernen Erkenntnissen in Einklang. Höhlenmensch, willst du mir einen überziehen und mich ins Schlafzimmer schleifen? Wär's bei Bewusstsein nicht netter? Oh, John. Lassen Sie mich das klarstellen. Wir reden hier nicht über Reinkarnation.
Sie sagen nicht, dass Sie etwa 200 verschiedene Leben gelebt haben. Sterben, wiedergeboren werden und so weiter und so weiter. Ein einziges Leben. Ein langes Leben. Wow. Vielleicht ist an dieser Wiedergeburtssache wirklich etwas dran. Man kommt immer wieder und John hat die vielen Körper einfach übersprungen. Was soll das alles bedeuten? Gab es auch Ozeane? Die sah ich erst viel später. Wie konnten Sie einen Ozean von einem See unterscheiden? Durch die großen Wellen. Alles andere lässt sich nur nachträglich einordnen. Haben Sie sich gefragt, wo alles herkam? Wir blickten zum Himmel und wunderten uns. Es musste da oben Mächtige geben. Wer sollte sonst alles geschaffen haben? Zuerst habe ich gedacht, mit mir würde etwas nicht stimmen. War ich böse? Durfte ich deshalb nicht sterben? Ich habe gedacht, dass ich vielleicht gesegnet oder verflucht sei. Dann dachte ich, vielleicht hätte ich eine Mission. Glauben Sie das? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Es ist einfach passiert. Wow. Hallo? Ja, Ellie? Was gibt es? Sandy? Ich komme. Ja? Haben wir Ellies Zwischenprüfung? Ja, hier zwischen den Zeitschriften. Ich hab sie. Sie müssen sich wegen ihrer Eltern keine Sorgen machen. Sie haben bestanden. Passen Sie auf sich auf. Egal. Man muss nicht alles so ernst nehmen. Stimmt. Danke. Tut uns leid. John, erzähl bitte weiter. Ich dachte, das Thema wäre durch. Nein. Schön weitermachen. Ich find's spannend. Außerdem klingt es plausibel. Logik aufbauend auf einer absurden Prämisse. Dieser Van Gogh. Er hat mir das Bild geschenkt. Ich war damals Jacques Born. Ein Schweinezüchter. Ein Schweinezüchter? Ich arbeite gern mit den Händen. Van Gogh kam öfter zu Besuch, um zu malen. Wir redeten über die Darstellung der Natur in der Kunst. Turner, Cézanne, Pissarro. Die Nolde-Landschaften. Der kam erst nach Van Gogh. Aber er hätte sie geliebt. Ja. Aber eins verstehe ich nicht. Sie wissen nicht mehr, woher Sie stammen? Die Geografie hat sich nicht verändert, das weiß ich auch. Professor Hansens öden Vorlesung. Sie hat recht. Wo lebten Sie, als Sie 5 Jahre alt waren? In Little Rock. Ihre Mutter ist mit Ihnen einkaufen gegangen. Mhm. In welche Richtung gingen Sie von Ihrem Haus aus? Ich weiß nicht. Wie weit? Vielleicht 3 Querstraßen. Erinnern Sie irgendwelche Orientierungspunkte? Es gab eine Tankstelle und ein freies Feld. Ich durfte nie allein dorthin gehen. Würden Sie heute dorthin zurückkehren? Wäre alles noch wie früher? Nein. Es hat sich bestimmt alles verändert. So ist es. Man kann nicht wieder nach Hause kommen, weil es das Zuhause nicht mehr gibt. Stellen Sie sich das in meiner Dimension vor. Ich durchquerte eine endlose Ebene mit unzähligen unbekannten Dingen. Wälder, Berge, Tundra, Schluchten. Ich habe noch Bilder in meiner Erinnerung. Aber heute sind da bloß noch Autobahnen, gewaltige Städte, Big Macs unter dem Eiffelturm. In der Welt hat sich so unheimlich viel verändert. Und dann musste ich alles vergessen. Jetzt wollen Sie weiterziehen? Edith hat's doch gesagt, man tuschelt darüber, dass ich nicht altere. Deswegen muss ich weiter. Sie müssen sich eine Identität für die nächsten 10 Jahre zurechtbasteln und dann hineinschlüpfen. Ich habe das oft getan, einmal sogar als mein eigener Sohn. Oh, Sie sind auch Ingenieur. Und Bens Sohn, er war ein guter Mann. Das erspart einem die Referenzen. Andererseits bin ich ein paar Mal erwischt worden. Ich war ein ganzes Jahr im Knast. Belgien, 1862, ich vergesse es nie. Ich hatte ein Dokument gefälscht. Wann kamen Sie nach Amerika? 1890, direkt nach Van Goghs Tod, mit einigen Einwanderern aus Frankreich. Es hörte nie auf. Scheint immer eine Antwort zu geben. Außer einer, John. Was treibt Sie an? Es war vielleicht keine so tolle Idee. Ich wollte Ihnen ganz gern auf Wiedersehen sagen, als der, der ich bin, nicht der, für den Sie mich halten. Ich finde das nicht mehr komisch. Ich glaube, Sie haben ein Problem. Ein ziemlich großes Problem. Ja, ich muss Kisten schleppen. Ich werde dir helfen. Gibt es vielleicht ein Relikt, einen Gegenstand aus Ihrem früheren Leben? Das hier womöglich? Vom Flohmarkt. Wirklich.
Nehmen wir an, Sie leben Hunderte oder Tausende von Jahren. Würden Sie das behalten? Warum sollten Sie es behalten? Als Souvenir an vergangene Zeiten, von denen Sie nichts mehr wissen wollen? Was brächte das? Nichts. Nein, ich bewahre nichts auf. Behalten Sie es. Interessant. Sie hätten schwindeln können. Kein Gerede hinter meinem Rücken. Ist das sein Ernst? Wenn ja, kann er einem wirklich leid tun. Wie konnte er das 10 Jahre verheimlichen? Wenigstens scheint er nicht gefährlich zu sein. Was tun Sie da? Ich suche ein Mikrofon oder eine versteckte Kamera. Er erzählt eine total wirre Geschichte. Ich habe ihn nie so erlebt. Völlig verrückt. In Ordnung. In Ordnung. Kommen Sie so schnell, wie Sie können, ja? Ich liebe dich, weißt du? Ich weiß. Seit meiner ersten Woche im Büro. Und? Du bist mir sehr wichtig. Aber jetzt weißt du, worauf du dich einlassen würdest. Glaubst du wirklich, du bist ein Höhlenmensch? Und du? Könntest du mich lieben? Oder glaubst du nicht mehr an die Liebe? Ich bin wohl zu oft enttäuscht worden. Ich finde dich toll. Ganz ehrlich, du bist attraktiv. Tatsächlich? Das würde mir reichen. Würde das, was ich sage, stimmen? Wenn du und unsere Kinder altern, ich nicht. Eines Tages müsste ich gehen. Klingt fast wie eine Romanze für einen Sommer. Das Problem ist, du hättest mich nicht für immer. Was heißt schon für immer? Für immer muss nicht die richtige Lösung sein. Meine Eltern haben sich vor meiner Geburt getrennt. Und die nächste Ehe meiner Mutter hielt ganze 3 Jahre. Ich meine Tod, Krankheiten, Naturkatastrophen. Niemand weiß, wie lange er noch lebt. Oder wie kurz. Ich liebe dich. Ich nehme, was du mir gibst. Vielleicht 10 Jahre? Ah! Scheiße! Oh! Was soll der Quatsch? Ich wollte nur mal Ihre Reflexe testen. Ich habe keine Augen im Hinterkopf. Ich kann keine Flöhe husten hören und ich bin keinesfalls Superman. Aber ich habe einen schwarzen Gürtel. Üben Sie noch mal 1000 Jahre. Schon gut. Ich bin beeindruckt, Harry. Seien Sie still, Dan. Ich habe noch Fragen. Ja, ich auch, John. Haben wir die Frühgeschichte jetzt abgehakt? Sprechen Sie die Ursprache noch? Ein wenig. Eine Sache hat sich kaum geändert. Hatten Sie mit Höhlenmalerei zu tun? Kennen Sie die Felsreliefs von Les Aisiers? Mhm. Sie stammen von einem Mann namens Gourin, ein Meister seines Fachs. Er malte die wilden Tiere, die wir erlegen wollten. Eines Tages nach einer erfolglosen Jagd schlug ihm unser Häuptling die Zähne aus, weil seine Magie versagt hatte. Danach musste ihm jemand das Essen vorkauen. Leider hat sich dann später sein Kiefer entzündet. Wir haben ihn zurückgelassen. Wie furchtbar. Ich habe viel erlebt. Liegt es daran, dass Ihre Studenten von Ihren Geschichtskenntnissen so begeistert sind? Nein, das meiste beruht auf Studien. Ich lebe immer nur als ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Meine einsame Sicht auf eine Welt, von der ich lange überhaupt nichts wusste. Reden wir darüber, was Sie über frühere Zeiten wissen. Ermutigen Sie ihn nicht. Edith. In den nächsten Jahrtausenden wurde es wärmer. In den nächsten Jahrtausenden? Geht das nicht ein wenig deutlicher? Sie dürfen nicht von heute ausgehen, Art. Bitte, dann
Erzählen Sie. Wir jagten Rentiere, Mammuts. Bisons, Pferde. Die Wildtiere wichen mit dem Klimawandel nach Norden zurück. Der Mensch hatte die Idee, sich durch Ackerbau zu ernähren. Er züchtete Tiere, anstatt sie zu jagen. Komme ich der Sache vielleicht näher? Was meinen Sie? Die Ufer von Seen werden besiedelt. Der Mensch fischt, fängt Vögel. Ich bitte Sie. John, das steht in jedem Geschichtsbuch. Selbst in Ihrem. Fast sogar korrekt. Später ging ich nach Osten. Meine Neugier auf die Welt war geweckt. Ich reiste allerdings sehr häufig allein. Ich lernte, mich der Welt anzupassen. Also nach Osten. Der aufgehenden Sonne entgegen. Ja. Ich hoffte, es würde dort wärmer sein. Dann sah ich einen Ozean. Wahrscheinlich das Mittelmeer. Es war zu Beginn der Bronzezeit. Ich folgte den großen Handelswegen nach Osten und ich versuchte, die unbekannten Sprachen zu lernen. Ich traf auf neue Kreaturen, Mythen. Neue Götter. So viele, so verschieden. Es waren so viele Eindrücke. Ich wusste manchmal kaum noch, wie ich es ertragen sollte. Ich war 2000 Jahre Sumerer und ein Babylonier. Unter Hammurabi, dem wahren Herrscher. Dann war ich einige Zeit Phönizier. Mein ständiges Weiterziehen war als Jäger und Sammler leichter gewesen. Als die Menschheit sesshaft wurde, bekam ich Schwierigkeiten, besonders in den autoritär regierten Stadtstaaten. Jeder Fremde war verdächtig. Ich musste immer so unauffällig leben, wie nur möglich. Ich musste des Öfteren täuschen. Ein paar Mal fingierte ich meinen eigenen Tod. Ich zog weiter. Bis nach Indien. Ich hatte Glück, denn Buddha lebte noch. Sie hatten Glück? Der ungewöhnlichste Mann, den ich jemals sah. Er lehrte mich Dinge, die ich für unmöglich hielt. Sie waren Schüler Buddhas? Ja, ganz richtig. Er spürte, dass ich was Besonderes war. Ich habe sie mir verraten. Das ist faszinierend. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn es stimmt, warum verraten Sie es uns dann? Wir könnten doch hier rausmarschieren und das aller Welt berichten. Niemand würde Ihnen das glauben. Geschichten am Lagerfeuer sind unglaubwürdig. Selbst wenn Sie jetzt überzeugt wären. Wie sähe es in einem Monat aus? Einige von Ihnen würden mich einen Psychopathen nennen, die anderen würden sich bloß verarscht fühlen. John, einige fühlen sich bereits verarscht. Hören Sie, es war eine blöde Idee. Ich mag Sie alle und möchte Sie keinesfalls verletzen. Warum haben Sie es getan? Weil ich mich verabschieden wollte. Als Ihr wahres Ich, das ist Ihnen gelungen, wer auch immer Sie sind. Langsam, Edith. Keine Vorverurteilung. Ich verstehe, was hier los ist. Sie sind sein Komplize, Dan. Sehr komisch. Ich glaube, dass das Ganze hier abgesprochen ist. Ich würde gern abhauen, aber ich tue es nicht. Und wieso? Weil ich erfahren möchte, wo sein Problem liegt. Ja, das möchte ich auch mal wissen. Fragen wir doch Dr. Freud. Der ist gerade gekommen. Hey, Will! Art. John. Gut, dass ich Sie noch erwische. Sie wollen uns heute schon verlassen. Einige glauben, ich sei verrückt geworden. Gut, dass Sie da sind. Die Sache scheint aus dem Ruder zu laufen. Ja, das habe ich schon gehört. Hallo. Sind Sie hungrig? Danke, nein. Whisky? Johnny Walker Green. Ja, gern. Irgendwoher kenne ich Sie doch. Linda Murphy. Ich bin in Ihrem Psychologiekurs, Dr. Gruber. Die Unterhaltung hier hat wohl einen etwas unerwarteten Verlauf genommen. Es tut mir leid, dass ich so direkt werden muss, John, aber ich fürchte, alle hier machen sich große Sorgen um Sie. Ja, ich falte Papier, Dinosaurier. Ich hätte wohl etwas früher kommen sollen. Ich auch. Gut, jetzt möchte ich mal etwas dazu sagen. Ich meine, John hat absolut keine Chance, uns seine Geschichte zu beweisen. Und wir haben keine Möglichkeit, sie zu widerlegen. Egal, wie sehr sie unseren gesunden Menschenverstand auch verletzen mag, wir haben keine Chance, Johns Thesen zu widerlegen. Unser Freund ist entweder ein Höhlenmensch, ein Lügner oder ein Irrer. Wenn wir das im Kopf behalten, warum machen wir dann nicht einfach weiter? Was soll's, vielleicht glauben wir ihm am Ende sogar. Oder wir holen ihn zurück in die Wirklichkeit. Ihn glauben? Wessen Wirklichkeit? So, Sie sind ein Höhlenmensch? Ja, ich war wohl mal ein Cro-Magnon-Mensch, soweit ich weiß. Aber Sie sind sich nicht sicher. Doch, ich bin mir sicher. Ein Cro-Magnon-Mensch also. Wann haben Sie das zum ersten Mal erkannt? Als man den Cro-Magnon-Mensch identifiziert hat. Als die Anthropologie ihm einen Namen gab, da wusste ich es. Nun, bitte fahren Sie fort. Sie haben bestimmt mehr zu erzählen. Soll ich mich auf die Couch legen, Doktor?
wenn Sie es wünschen. Eine Frage als praktischer Arzt. Waren Sie in dieser extrem langen Lebensspanne jemals krank? Natürlich, wie jeder andere auch. Ernsthaft krank? Durchaus. An was litten Sie? In vorgeschichtlicher Zeit vielleicht mal an Lungenentzündung. In den letzten paar hundert Jahren hatte ich sowohl Typhus, Gelbfieber, schwarze Pocken, als auch einmal die Pest. Beulenpest? Ist ja furchtbar. Schlimmer als in den Büchern beschrieben. Und die Pocken. Aber Sie haben keine Narben? Ich bekomme keine. Nein, John, das ist unmöglich. Bitte, wir wollen Johns Geschichte zunächst mal anhören und für bare Münze nehmen. Er bekommt keine Narben. Das ist auch nicht sonderbarer als der Rest der Geschichte. John, besuchen Sie mich vor Ihrer Abreise in meinem Labor für ein paar Tests von einem Biologen aus der Nachbarschaft? Ich misstraue der Wissenschaft. Wahrscheinlich hält man mich 1000 Jahre lang fest, um mein Geheimnis zu lüften. Sie glauben doch nicht, ich würde Sie missbrauchen. Die Wände haben Ohren. Medizinische Tests würden beweisen, was Sie sagen. Ich will nichts beweisen. Sie erzählen uns dieses unglaubliche Märchen, ob wir Ihnen glauben oder nicht? Ich erwarte nicht zu viel von Ihnen. Sie sind nicht so verrückt, wie ich es Ihrer Ansicht nach bin. Amen. Eigentlich fand ich Sie nett. Danke. Und? Das ändert sich gerade. Glauben Sie etwa diesen Unsinn? Ich denke, dass wir ihn weiter mit Respekt behandeln sollten, Edith. Wir sitzen hier alle und können Ihre Geschichte nicht widerlegen. Sie machen sich nur über uns lustig. Ist das etwa so, John? Lachen Sie sich halbtot über uns? Das würde ich niemals tun. Was Sie erzählen, widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Genau wie die Relativitätstheorie oder Quantenmechanik. Die Natur ist kompliziert. Ja, aber Ihre Geschichte passt nicht zu der Natur, wie wir sie kennen. Aber wir wissen so wenig, Dan. So wenig. Gibt es nicht eine Kapazität auf Ihrem Fachgebiet, mit der Sie nicht einverstanden sind? Die Sie am liebsten umbringen würden? Ich möchte Sie alle umbringen. Verdammt, Harrys idiotische Witze reichen mir eigentlich schon. Vielen Dank, Edith. Mit 110 habe ich bestimmt auch Ihre Intelligenz. Sie könnten so lange leben wie John und würden doch nie erwachsen werden. Ach, was soll das? Ganz ruhig. Wie oft kann man sich mit jemandem aus der Steinzeit unterhalten? Einmal reicht mir. Edith. Ein kluger Kopf wie Sie müsste doch viele Fächer studiert haben. Ich habe 10 Doktortitel. Das schließt die Anwesenden ein. Außer Ihrem Will. Da komme ich mir fast wie ein Niemand vor. Das umfasst eine Spanne von 170 Jahren. Mein Diplom in Biologie erhielt ich 1840. Meine Kenntnisse sind also etwas verstaubt. Dasselbe wird für andere Fachgebiete gelten. Niemand weiß alles. Niemand ist allwissend. Soweit also zum Mythos des Allwissenden und Sterblichen. Jetzt verstehe ich Sie, John. Egal, wie lange jemand lebt, er kann seiner Zeit unmöglich voraus sein und weiß allenfalls so viel wie die Besten. Als die Welt lernte, dass die Erde eine Kugel ist, lernten sie es auch. Aber das dauerte. Neues Wissen verbreitete sich früher nur langsam. Es gab soziale Barrieren und Vorurteile. Die Ächtung seitens der Kirche. 10 Doktortitel. Beeindruckend, John. Haben Sie auch gelehrt? Zum Teil. Wie Sie das alle auch getan hätten. 14.000 Lebensjahre machten mich nicht zum Genie. Man muss sich Zeit nehmen. Die Zeit. Man kann sie nicht sehen, nicht hören, nicht wiegen und nicht in einem Labor messen. Sie ist unser subjektives Gefühl von Veränderung. Von dem, was wir vor einer Nanosekunde waren, bis hin zu dem, was wir in der nächsten Nanosekunde sind. Die Hopi betrachteten die Zeit als eine Landschaft, die vor und hinter uns liegt. Und wir bewegen uns in einem schmalen Ausschnitt hindurch, Stück für Stück. Aber Uhren messen die Zeit. Die objektive Bezugsgröße für jede Uhr liefert immer eine andere Uhr. Sehr interessant, aber was hat das mit John zu tun? Oh, vielleicht ist er ein Mensch, der jenseits unseres Begriffs von Zeit lebt. Also gut. Heute laufen viele Irre mit Waffen herum. Wenn ich auf Sie schießen würde, John, wären Sie unsterblich. Würden Sie das überleben? Ich sagte nie, ich sei unsterblich, nur alt. Ich könnte sterben. Und dann würden Sie sich den Rest Ihrer Tage fragen, wen Sie getötet haben. Oh, Sie erlauben. Raffinierter Trick. Das war etwas daneben, Will. Oh, Bücher. Doktortitel. Ja, Sie haben dazugelernt und sich verändert. Aber wie sieht es mit der inneren Natur aus? Würden Sie nicht lieber hinter dem Haus im Freien hocken? Das mache ich manchmal, Will. Ich sehe zu den Sternen und denke. Was dachte der primitive Mensch denn? Ein großes Geheimnis. Es mussten da oben Götter sein. Die Schamanen klärten uns darüber auf. Das tun die noch. Haben Sie je gewünscht, es würde enden?
Nein. 14.000 Jahre. Verletzungen, Krankheiten, Katastrophen. Sie haben alles überlebt. Sie sind ein Glückspilz. Herein. John Oldman? Ja. Wir kommen, um die Möbel abzuholen. Sie können alles haben. Hier, nehmen Sie den Sessel. Ich trinke in der Ecke weiter. Sagen Sie, Sie spenden das alles hier? Ich brauch's nicht. Verschenken Sie immer alles? Nur Ballast. Also, Sie haben uns eine Menge über Ihre unvorstellbare Lebenszeit erzählt. Was ist mit dem Sterben, John? Fürchten Sie den Tod? Wer nicht? Was dachte der primitive Mensch über den Tod? Wir sahen es unter praktischen Aspekten. Es gab eine Lebenszeit und die war dann um. Die Menschen siechten dahin und vergingen. Verletzungen waren einfacher zu verstehen, wenn zum Beispiel Blut floss. Infektionen? Die hatten etwas Unheimliches. Das Alter fürchteten wir vor allem. Sie merkten, dass sie anders waren. Aber es dauerte eine Zeit, bis ich wusste, wie anders. Meine Erfahrungen reiften erst allmählich zu einem Bild von mir selbst. Anfangs dachte ich, die meisten hätten irgendeinen Makel und würden deshalb sterben, wie auch Tiere. Nur ich nicht. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Sie leben bescheiden. Ich besaß auch schon Schlösser, aber was bringt das, wenn man immer wieder fortgeht? Ich habe Geld. Sind Sie bei AT&T-Aktien bei 50 Cent eingestiegen? Wenn man älter wird, vergehen die Tage, Wochen, Monate irgendwie schneller. Wie erleben Sie einen Tag, ein Jahr, ein Jahrhundert oder einen kompletten Lebenszyklus? Im Zeitraffer. Ich treffe jemanden und schon ist er wieder verschwunden. Dann kommen andere. Sie wirken wie Wellen, die anrollen. Oder ein im Wind wogendes Kornfeld. Haben Sie es nicht manchmal satt? Manchmal wird es langweilig, weil ihr immer wieder die gleichen dummen Fehler begeht. Ihr? Sie glauben also nicht, zur Menschheit dazuzugehören. Ich meinte das nicht so. Aber sicher. Könnte stimmen. Wie hält man das aus, weiterzuleben, wenn alle, die Sie früher gekannt haben, ohne Ausnahme gestorben sind? Menschen zu verlieren war oft schmerzhaft. Haben Sie deshalb jemals Schuld verspürt? Den Schuldkomplex des Überlebenden? In psychologischem Sinn wohl schon. Ja. Aber ich hatte keine Wahl. Sie sagen es. Entschuldigung. Verzeihung, aber die Couch muss hier bleiben. Danke, meine Damen. Will? Ich kann... Denken Sie an Ihr Herz. Keine Widerrede. Können wir vielleicht das Thema wechseln? Es wurde genug über das Sterben geredet. Aber das ist die Kehrseite von Johns Situation, Harry. Mich interessieren seine Gefühle. Sollte ich ihn lieber nach seinem Vater fragen? Geht es nicht los mit Erzählen Sie mir über Ihre Mutter? Ja, aber in grauer Vorzeit ging es streng patriarchalisch zu. Sie erinnern sich bestimmt an Ihren Vater. Ich erinnere mich bloß an eine Figur. Vielleicht einen Bruder, vielleicht einen Vater. Wie auch immer. Ich habe kaum Erinnerungen an meinen Vater. Spüren Sie in dieser Hinsicht eine Lücke in Ihrem Leben? Eine Lücke, die Sie gern mit einem Gesicht, einer Stimme, einem Bild füllen würden? Heute nicht mehr, nein. Es muss viele gegeben haben, die Ihnen sehr wichtig waren, die Sie liebten. Sie sahen sie alle altern und sterben. Einen Freund, Kollegen, Frauen. Sie waren bestimmt oft verheiratet und hatten Kinder. Ich musste weiter. Ich musste sie aufgeben. Ach ja, als größter Bigamist der Weltgeschichte? Haben Sie jemals gedacht, es hätte mich treffen sollen? Möglich. Art erzählte mir, in der Frühzeit glaubten die anderen, sie würden ihnen das Leben stehlen. Haben Sie jemals gedacht, das könnte zutreffen? Es gibt viele Legenden zu diesem Thema. Ein halbmenschliches Wesen, das den anderen nicht das Blut, sondern die Lebenskraft aussaugt. Mein Das Gott, geschieht Wille. Unbewusst, wohlgemerkt. Ich meine, ich spreche von einem unbekannten biologischen oder psychischen Mechanismus.
Ich sage nicht, Sie würden das wissentlich tun oder Sie würden sich damit auskennen. Wohl kaum. Aber wäre das nicht unrecht? Sie glauben mir? Ich spiele nur alles gedanklich durch. Ob ich Ihnen glaube oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wir werden sterben. Sie werden leben. Kommen Sie zu meiner Beerdigung, John. Hey, Will. Sie gehen zu weit. John hat keine Schuld daran, wer er ist. Und wir wollen es eigentlich auch gar nicht wissen. Aber angenommen, es stimmt, wer von uns spürt keinen Neid? Vielleicht sogar Hass. Sie haben uns von sich selbst erzählt, John. Können Sie sich vorstellen, wie das auf uns wirkt? Nicht, dass ich wüsste. Sie werden vielleicht nie sterben. Im Gegensatz zu uns, die wir es müssen. Was ist der Grund dafür? Können Sie es mir erklären? John? Das wär's, Mr. Altman. Alles Gute. Ja, danke. Ihnen auch. Oder sind Sie ein Vampir, John? Ohne es selbst zu wissen? Stehen Sie triumphierend auf dem Friedhof, der sich vor Ihnen füllt? Das geht zu weit. Oder sind Sie einsam, weil Ihre Seele Ihre Untaten nicht länger verbergen kann? Ist das vielleicht der Grund? Haben Sie ein verbrecherisches Leben geführt? Es ist vielleicht besser, es zu beenden. Lassen Sie das. Egal, was mit John los ist, was Sie da tun, gefällt mir gar nicht. Geben Sie mir sofort den Revolver oder ich breche Ihnen Ihren verdammten Arm. Sie klingen wie unser Footballtrainer, Dan. Was meinen Sie, John? Ein Schuss in den Arm. Vielleicht erleben wir eine Wunderheilung. Eine Kugel in den Kopf. Was genau würde passieren? Ich habe Arbeiten zu korrigieren. Nicht meine liebste Tätigkeit, aber allemal besser als das. Ich werde gehen. Großer Gott. Was war nur mit dem? Wo hatte er die her? Das kommt davon, John, wenn man besonders schlau sein will. So kenne ich Will nicht. Mary ist gestern gestorben. Wer? Seine Frau. An einem Krebs leiden. Will? Das mit Mary wusste ich nicht. Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht verletzen. Bitte, lassen Sie mich mit Ihren Kindereien lieber zufrieden. Will, bitte. Was sollte das, Art? Ich bitte Sie, wir mussten was unternehmen. Ich finde, er hat recht. Er ist unser Freund. Was immer auf dieser Welt auch passiert, er bleibt unser Freund. Sind Sie da sicher? Warum sind Sie nur so hart zu ihm? Wo ist der Mann, den ich mochte, nur geblieben? Kann man Alzheimer mit 35 bekommen? Vielleicht will ich ihn zur Vernunft bringen. Vielleicht bin ich auch nur traurig. Was ich über mich erzählt habe, hat ihn verletzt. Er hat sich gewehrt. Selbstverständlich. Die Lebenskraft auszusaugen. Ich habe oft über die Gründe nachgedacht. Nun, der Nachmittag ist noch lang. Charade? Genau, John. Eine Charade speziell für Sie. Sandy, kommen Sie her. Kommen Sie. Fertig? Etwa Traumhochzeit? Ja, ganz genau. Das gibt 100 Punkte. Und ich fürchte, mindestens einer von uns stammt direkt von Ihnen ab. Und ich habe keine Weihnachtskarte geschickt. Weihnachtskarte? Was ist mit der Geburtstagskarte? Und die vielen Kerzen auf der Torte, die alle auszupusten sind. 1000 Jahre lang nur pusten. Okay, ich hab's versucht. Ich bin vielleicht etwas einfach gestrickt, aber ich würde gern mehr wissen. Ich auch. Ja, mehr.
Aber führen Sie uns nicht mit einer hanebüchenen Science-Fiction-Story hinters Licht. Verstanden? Nächste Frage. Aber Vorsicht, die Männer mit den weißen Kitteln und den bunten Pillen warten schon. Überlegen Sie doch mal, ein Mechanismus, mit dem Menschen tausende von Jahren leben können. Da würde die Erde aus allen Nähten platzen. Früher oder später werden wir sowieso auf den Mars ausweichen müssen. Das klingt doch gut. Auf einen anderen Planeten ziehen. Ich beneide Sie. Hatten Sie vielleicht Dinosaurier? Die hat's vor meiner Zeit gegeben. Sehr beruhigend. Sie könnten uns tausende von Einzelheiten liefern, um Ihre Geschichte zu stützen. Von der Steinzeit über Buddha bis heute. Zehntausende. Und all das steht in Büchern. Es wird kalt. Ja, kommen Sie zum Kamin. Ich hätte da vielleicht noch eine andere interessante Frage schon. Gibt es andere, die dem Alterungsprozess entgangen sind wie Sie? Das wäre ja wohl eine Weltsensation innerhalb der Biologie. Wir lernen niemals aus. Ja, aber wie sollte er das wissen? Er trägt doch kein Armband, auf dem Jabba-Dabba-Du steht. Im 17. Jahrhundert traf ich mal einen Mann. Wo waren Sie im Jahr 1292? Wo sind Sie vor einem Jahr gewesen? Im 17. Jahrhundert habe ich mal jemanden getroffen. Und ich dachte, der wäre so wie ich. Ich sagte es ihm. Ah! Sie sagten, dies hier wäre das erste Mal. Hatte ich vergessen. Ein Bruch in Ihrer Geschichte, John? Ein Anflug von Senilität. Jedenfalls sagte jener Mann, er käme aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Wir sprachen zwei Tage. Er wirkte sehr überzeugend. Aber wir konnten natürlich nicht wissen, ob das, was wir miteinander sprachen, von jedem auch wirklich ernst gemeint war. Oder nur ein kleines Spiel. Ich wusste, dass ich die Wahrheit sagte, aber ich dachte, vielleicht versucht er ja, mich zu verarschen. Obwohl er sehr großes Wissen besaß. Jeder von uns hatte die gleichen Vorbehalte. Das ist interessant, John. Auch wir könnten uns niemals völlig sicher sein. Selbst wenn wir ihnen wirklich glauben würden, bliebe ein Rest Unsicherheit. Wir wollten Kontakt miteinander halten, aber es kam anders. Allerdings sah ich ihn 200 Jahre später auf einem Bahnhof in Brüssel. Er verschwand in der Menge. Wie schade. Ich meine, wenn es stimmen würde. Okay, hier ist meine Frage. Wo machen Sie Urlaub? Oh, alle 50 Jahre besuche ich einen primitiven Eingeborenenstamm in Neuguinea. Die verehren mich als unsterblichen Gott. Dort steht eine riesige Statue von mir und es wird groß gefeiert. Ich habe Fotos davon, sind aber leider schon eingepackt. Und wie war das so unter all den ungewaschenen Höhlenmenschen? Bis zum Mittelalter hat man übrigens gründlich gebadet. Dann kam die Kirche und verbot uns, den Staub Gottes abzuwaschen. Deshalb steckten die Leute in ihrer Unterwäsche, bis sie ihnen buchstäblich vom Leib fiel. Sie sind zufällig am Leben? Das glaube ich kaum. Wenn Ihre Geschichte stimmt, warum sollte Gott so etwas zulassen? Das ist ein äußerst interessanter Aspekt. Sind Sie religiös, John? Ich bekenne mich zu keiner Religion. Nein. Niemals? Vor sehr langer Zeit schon. Wie die meisten Menschen. Sehr viele bleiben dabei. Glauben Sie an Gott? Wie Laplace sagt, ich brauche diese Hypothese nicht. Trotzdem kann es ihn geben. Er ist überall, ohne dass wir ihn sehen. Wäre die Welt mein Werk, würde ich mich auch verstecken. Und was ist mit der Schöpfung? Keiner weiß, ob die Welt von jemandem erschaffen wurde. Was sonst? Womöglich ist es nur die Summe sich gegenseitig beeinflussender Felder. Aber wer ist die Quelle dieser energetischen Felder? Gibt es nicht so etwas wie eine Primärkraft? Dann müsste ich nach dem Ursprung dieser Primärkraft suchen. Aber es lässt sich nicht bis ins Letzte aufklären. Es bleiben ein paar Rätsel. Eine sehr alte Frage, auf die nur die Religion eine Antwort hat. Und sie liegt allein im Glauben. Haben Sie jemals eine Person aus der biblischen Geschichte getroffen? Jemand Berühmten? Ich glaube, ja. Wen? Überspringen wir das. Nein, nein, hier wird nichts übersprungen. Nächste Frage. Nein, kommen Sie. Nein, kommen Sie, John. Raus mit der Sprache. Meine Güte, Sie waren daran beteiligt. Es geht jetzt in eine Richtung, die ich eigentlich vermeiden wollte. Lassen Sie uns aufhören. Raus damit. Sie spielten eine Rolle in der biblischen Geschichte? Ja. In der Bibel? Ja. Jemand Bekanntes? Wer wäre in der Bibel nicht bekannt? Ich meine jemand Wichtiges. Sie sagen, es sei bekannt, aber das meiste ist Mythologie. Die ganze Bibel basiert auf Mythologien und Allegorien als Folge von historischen Ereignissen. Und Sie? Sie waren Teil dieser Ereignisse? Ja. Moses. Moses ist auch ein Mythos, ein assyrischer Mythos. Ein Kind auf einem Floß. Ein Stab verwandelt sich in eine Schlange.
Das Meer wird geteilt. Das Volk wird gerettet und die 10 Gebote werden in Stein gemeißelt. Einer der Apostel. Sie waren keine richtigen Apostel. Sie haben im Grunde kaum gepredigt. Petrus war nichts weiter als ein einfacher Fischer. Woher wissen Sie das? Der mythologische Überbau ist so gewaltig und erdrückt die Tatsachen. Die Wahrheit ist ganz, ganz einfach. Wollen Sie das Neue Testament in 100 Worten hören? Ist möglich. Ich möchte das lieber nicht. Harry, fahren Sie mich nach Hause. Nein, nicht jetzt. Ich möchte das hören. Setzen Sie sich. Sieht fast so aus, als glauben Sie ihm. Das ist ein Sakrileg. Wieso? Er hat doch noch gar nichts gesagt. Das Neue Testament ist ein Sakrileg. Man kennt Dutzende Fassungen des Neuen Testaments auf Hebräisch, Griechisch, Lateinisch bis hin zu Tyndale oder King James. Und alle behaupten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Ich meine, ein Neues Testament in 100 Worten. Ich kenne eine Kurzform der 10 Gebote. Nein, 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 nein. Das ist gut. Die 10 Gebote sind doch nur eine leicht veränderte Version des Gesetzeskodex von Hammurabi. Das stimmt. Und davor gab's andere, nicht? Edith, ich wurde mit der Tora erzogen. Meine Frau mit dem Koran, mein ältester Sohn ist Atheist, mein jüngster Scientologe und meine Tochter beschäftigt sich mit Hinduismus. Wenn es nach dem ginge, könnte in unserem Wohnzimmer ein Religionskrieg toben. Aber bei uns gilt Leben und Leben lassen. Setzen Sie sich. Welcher Version der Bibel folgen Sie? Der King James Bibel. Sie ist maßgeblich das Werk großer Gelehrter. Maßgeblich ist gut. Also John, dann bitte Ihre Kurzfassung. Ein Mann trifft Buddha und ist begeistert von seinen Lehren. Und 500 Jahre später erreicht er das Mittelmeer. Er wird Etrusker und lebt später im Römischen Reich. Er ist pervertiert zu einer gigantischen Tötungsmaschine. Er geht in den Nahen Osten, versucht die Lehren Buddhas in einer moderneren Form weiterzugeben. Ein Dissident gegen Rom. Rom siegt. Der Rest ist Geschichte. Allerdings von vielen Märchen umrankt. Ich wusste es. Er sagt, er war Christus. Oh nein, dieser Begriff sollte nur die Prophezeiung erfüllen. Die Kreuzigung? Er vergaß den Schmerz, so wie er es in Tibet und Indien gelernt hatte. Er hatte auch gelernt, seine Vitalfunktion so weit zu unterdrücken, dass sie nicht kontrollierbar waren. Sie hielten ihn für tot. Seine Anhänger nahmen ihn vom Kreuz und legten ihn ins Grab. Die Vitalfunktionen normalisierten sich. Er wollte flüchten, aber er hatte kein Glück. Ein paar von seinen Jüngern hielten nämlich Wache. Er wollte sie beruhigen. Aber sie drehten durch. So war das mit der Auferstehung. Die Dinge eskalierten und deswegen verschwand ich nach Mitteleuropa. Das kann unmöglich Ihr Ernst sein. Mein Gott, warum tun Sie das? Zeigen Sie mir Ihre Handgelenke. Ich kriege keine Narben. Außerdem war ich festgebunden. Aber Nägel und Blut machen sich besser auf Bildern. All die Spekulationen über Jesus. Er war schwarz, asiatisch. Er hatte blaue Augen und einen goldenen Bart und eine hübsche Föhnfrisur. Vielleicht war er auch ein Alien oder er hat niemals existiert. Nun ist er ein Höhlenmensch. Die Figur Christus geht auf Krishna zurück und auf Herakles. Herakles? Geboren von einer Jungfrau, Alkmene. Sein Vater war ein Gott, Zeus. Herakles war des Gottes starker, eingeborener Sohn. Herakles besaß übernatürliche Kräfte. Außerdem war er ein Held der griechischen Mythologie. Nach seinem Tod holte sein Vater ihn als Gott zu sich auf den Olymp, 1000 Jahre vor Gethsemane. Wie können Sie es wagen, heidnische Mythologie mit der Bibel zu vergleichen? Ist doch verdammt nah dran, oder? Die Wortführer des frühen Christentums setzten sich über die hebräischen Manuskripte hinweg und bedienten sich aus heidnischen Quellen. Können Sie mir sagen, warum Sie hier so auf meinen Gefühlen herumtrampeln? Ach, wirklich? Und wie sieht's mit Johns Gefühlen aus? Er weiß doch gar nicht, was er redet. Glauben Sie wirklich alles, was in der Bibel steht? Ja. Natürlich ist sie sehr oft verändert worden, aber trotzdem, Gott spricht darin zu den Menschen, um sein Wort zu verbreiten. Brauchte er einen zweiten Anlauf? Wir sind unvollkommen. Er musste mehr tun, damit wir verstehen. Brauchte er für uns einen zweiten Anlauf, Edith? Philosophisch betrachtet sind die Lehren Jesu ein Buddhismus, übersetzt ins Hebräische. Hilfsbereitschaft, Toleranz, Nächstenliebe, Demut,
und schonungsloser Realismus den Fakten des Lebens gegenüber. Gott ist mitten unter uns. Das bedeutet die Überwindung des Werdens und Vergehens. Das ist der Inhalt der Lehre Buddhas. Das ist der wahre Buddhismus. Und genau das habe ich gelehrt. Aber eine sprechende Schlange verführte eine Frau zum Biss in einen Apfel und das war's. Plötzlich gab es Himmel und Hölle. Die Kirche reagierte mit Verheißung oder Drohung, angeblich um unsere Seelen zu retten, die wir nie verloren hatten. Ich machte ein faires Angebot, aber niemand wollte etwas davon wissen. Das ist Blasphemie. Wer wollen Sie noch gewesen sein? Salomon? Elvis? Jack the Ripper? Buddha und Jesus wären ohne Zweifel entsetzt, wenn sie wüssten, was in ihrem Namen alles geschieht. Und sollte es einen Schöpfer geben, würde er nicht anders empfinden. Ich sehe ein steifes Zeremoniell, Prozessionen, Kniefälle, feierlichen Singsang, klebrige Obladen und Wein. Und ich denke, das habe ich nicht gefunden. Das ist der Hokuspokus des Vatikans. Das hat doch mit Gott nichts zu tun. Wie Sie schon sagten, John, es gibt zu viele Religionen, lebensbejahend die einen, die Freude als Sünde verdammend die anderen. Rom inszeniert eine große Oper. Der wahre Weg zum Guten führt ins Übernatürliche. Übernatürlich? Blöder Begriff. Alles, was geschieht, ist Natur, ob wir es nun glauben oder nicht. Wie ein 14.000 Jahre alter Höhlenmensch? Ich bin durch die Gegend gefahren und dann habe ich eine Weile nur da gesessen und überlegt. Es ist mir so peinlich. Mir ist kalt. Mir ist wirklich kalt. Nun kommen Sie doch rein. Natürlich glaube ich Ihnen immer noch nicht. Sie brauchen Hilfe. Wer braucht ihn nicht? Ja, ja, aber mancher ganz besonders. Von Buddha zum Kreuz. Ich hielt beide immer für rein mythologisch, aber ich würde gern mehr davon erfahren. Ich werde mich am besten auf die Couch setzen. Ich fürchte, der Zahn der Zeit nagt an mir. Nun, Sie waren also Jesus. Viele würden sich freuen, endlich zu erfahren, wer er wirklich war. Seit wann glauben Sie, Jesus zu sein? Seit wann glauben Sie, Psychiater zu sein? Seit meinem Abschluss an der Harvard Medical School und der Facharztausbildung glaube ich das. Manchmal träume ich sogar davon. Und haben Sie sich entsprechend verhalten? Ich habe eine Privatpraxis eröffnet und begann später zu lehren. Es geschah nichts Besonderes, bis eines Tages ein Höhlenmensch aufgetaucht ist, der glaubte, Jesus zu sein. Finden Sie das ungewöhnlich? Durchaus. Ich würde meine Zulassung darauf verwetten, dass er so normal ist wie ich. Warum besteht er auf dieser Geschichte? Es muss dafür einen Grund geben. Es sei denn, ich habe mir alles eingebildet. Wäre das möglich? Ich glaube, Sie sind so normal wie er. Oh Gott, ich? Nein. Waren Sie je gezwungen, sich selbst anzubeten, um nicht als Ketzer dazustehen? Stelle ich mir schwierig vor. Es gab Zeiten, da galten Christen als Ketzer und ich musste einen anderen Glauben vortäuschen. Und was hat Jesus denjenigen der hier Anwesenden zu sagen, die nicht recht an ihn glauben mögen? Glaubt, was er euch zu lehren versuchte. Ohne Vorbehalte. Frömmigkeit wird den Menschen nicht durch Worte vermittelt. Sie muss von innen kommen. Es wird dunkel draußen. Und ich habe noch nicht alles eingeladen. Es ist ein weiter Weg. Ich helfe dir. John, haben Sie ein bestimmtes Ziel? Nur so eine Frage. Danke. Psychisch Gestörte errichten sich bisweilen ein Fantasiegebäude, zum Teil eine ganze Biografie und glauben aufrichtig daran. Der Mann, der sich für Napoleon hält, glaubt wirklich daran. Seine wahre Identität reist sozusagen im Huckepack seines Wahns mit und ist von diesem abhängig. Sollte das bei John der Fall sein, wäre das eine ernste Störung. Es ist keine Wahnvorstellung. Er weiß auf jede Frage eine Antwort. Es könnte mit der Zurückweisung durch den Vater zu tun haben. Seine Fantasie ersetzte die Erfahrungen aus früher Kindheit. Er kennt seinen Vater nicht. Ja, genau. Warum? Sie sagten, er wäre gestört. Wirklich?
Schleppt unser Höhlenmensch vielleicht ein Laster mit sich herum? Drogen? Nein, 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 nein. Ich werde zu vielen Fällen von Drogenabhängigen befragt. Ich weiß, wie Leute auf Trip oder im Entzug aussehen. Es gibt keinerlei Anzeichen für so etwas bei John. Konnten Höhlenmenschen reden? Wahrscheinlich entstand Sprache schon vor 60.000 Jahren. Die Kultur der Steinzeit liefert Belege für die Fähigkeit zu verbaler Kommunikation. Lassen Sie den Mist. Vielleicht wäre es besser, ich wäre... Verrückt? Faszinierend. Der Versuch, den Buddhismus in den Westen zu bringen. Es konnte einfach nicht gelingen. Wir sind noch nicht reif dafür. Klingt so, als würden Sie ihm glauben. Für gänzlich unwahrscheinlich halte ich es jedenfalls nicht. Sehen Sie, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können uns auf Vernunft und Logik versteifen. Oder wir betrachten alles ganz locker. Man kann kritisch zuhören, ohne sich eine feste Meinung bilden zu müssen. Stimmen Sie mir zu? Leider ist hier kein Fachmann für Frühgeschichte. Wir können ihn nicht widerlegen. Aber wir kennen uns mit der Bibel aus. Schön wär's. Was ist mit den verlorenen Jahren Jesu? Wir wissen nichts über seine Jugend. Ich glaube nicht an Engel, an das Kind in der Krippe, aber es gibt Geschichten über die Kindheit von Jesus. Die Geschichte mag kein Vakuum. Viele Lücken wurden mit gut gemeinter Spekulation gefüllt. Eine Vergangenheit ließ sich damals schnell konstruieren. Ein paar Andeutungen und die Zeit taten ein Übriges. Jetzt klingen Sie, als wenn Sie ihm glauben würden. Denken Sie doch nur, wie viele Verschwörungstheorien zum Attentat auf Kennedy in wenigen Jahren entstanden. Die Mafia, die CIA. Die Legendenbildung geht immer weiter. Es ist immer nur ein kleiner Schritt von einem gefallenen, mächtigen Mann zu einem Gott. Niemand wird Kennedy je zum Gott machen. Dafür sind wir viel zu intelligent. Wahrscheinlich. Ja. Nun erfüllt sich ja doch noch eine Prophezeiung für das neue Millennium, John. Und die wäre? Sie sind wieder erschienen. Sie mögen das Feuer, John. Überall, wo ich war, gab es einen Kamin. Ist wohl eine fixe Idee aus meiner Kindheit. Ein Gefühl von Sicherheit. Sind viele wilde Tiere draußen. Gut, hier ist noch was. Ich dachte, es wäre nützlich. Wäre Sacre du Printemps nicht viel besser geeignet? Was? Sie haben vier Männer der Wissenschaft verwirrt, mein Freund. Wir wissen nicht, was wir von ihnen halten sollen. Wussten Sie, dass Voltaire der Erste war, der annahm, das Universum sei Ursprung einer gewaltigen Explosion? Und Goethe hielt als Erster die Spiralnebel, die im All existieren, für rotierende Sternhaufen. Heute nennen wir sie Galaxien. Es ist schon sonderbar, dass neue wissenschaftliche Vorstellungen ihren ersten Ausdruck in der Kunst fanden. Also hatte Beethoven Physik als Hobby? Er lag zum Komponieren die meiste Zeit auf dem Fußboden, umringt von Orangenschalen und Apfelresten. Und jetzt liegen wir hier und hören Beethoven. Sehr schön. Hatten Sie vielleicht irgendeinen Glauben? Oder haben Sie darüber nachgedacht? Nachdenken ist nicht hilfreich. An was glauben Sie? An viele Dinge. Glaubst du an die Zukunft der Menschheit? Ich habe Arten kommen und gehen sehen. Es liegt am Gleichgewicht der Umwelt. Das haben wir ziemlich versaut. Es ist noch Zeit, wenn wir sie nutzen. Der christliche Glaube verbreitet sich weltweit seit 2000 Jahren. Wie lange verehrten die alten Ägypter oder die Sumerer ihre Götter? In Indien sind Kühe als wiedergeborene Seelen heilig. In 1000 Jahren landen sie vielleicht auf dem Grill und Eichhörnchen sind heilig. Sie waren nie Jesus. Oh, Edith. Wird's Regen geben? Nein. Woher wissen Sie das?
Ich rieche nichts. Waren Sie auch ein Medizinmann? Ich war unter anderem Schamane. Ich verriet Wahrheiten, um besser zu essen. Und Sie denken, die Religion ist dafür gedacht, die Hoffnung gegen den Vorteil zu tauschen? Das Alte Testament verkauft Furcht und Schuld. Das Neue zeigt einen Verhaltenskodex auf. Formuliert von Denkern, die wesentlich schlauer als ich waren. Aber die Botschaft kam nie an. Die Kirche lebt von Legenden. Was ist mit dem Namen Jesus? Haben Sie sich den ausgedacht? Ich habe mich immer John genannt. Ich habe mich dran gewöhnt. Mit der Verbreitung der Geschichte von der Auferstehung wurde aus meinem Namen das hebräische Johanan. Es bedeutet, Gott ist gnädig. Mein Verbleib auf der Erde galt als göttlicher Beweis der Unsterblichkeit. Daraus entstand der hebräische Name Jeshua, der göttliche Retter. Und daraus wurde dann später im Altgriechischen Jesus, im Lateinischen Jesus und dann später endgültig Jesus. Diese Entwicklung hat mich einfach überrollt. Und Sie? Sie haben sich nie Gottes Sohn genannt? Es begann in einer Schule und endete als Tempel. Ich sagte, ich hätte einen Meister, der wäre größer als ich. Aber ich behauptete nie, er sei mein Vater. Ich habe nie gesagt, König der Juden zu sein. Ich ging nie über das Wasser und erweckte keine Toten. Ich sprach nie vom Willen Gottes, sondern appellierte stets nur an das Gute. Es gab keine drei Waisen an einer Krippe. Und Kranken half ich mit der Medizin des Ostens. Das war's. Die drei Weisen gehen zurück auf eine Legende um die Geburt Buddhas. John, ich müsste langsam gehen. Meine Frau wartet. Wir sind alle sehr gebannt von ihrer Geschichte. Und warten auf die Auflösung. Geht Ihre Geschichte noch weiter? Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Sie waren nicht Jesus. Zitieren Sie die Bergpredigt. In welcher Version? Darby, King James, New American Standard? Kennen Sie etwa alle? Niemand kennt die richtige Version, nicht mal ich. Ich lehrte einst auf einem Berg. Wenige verstanden es. Aber Sie... Der biblische Jesus sagte, ihr müsst glauben. Sie hatten die Wahl. So wie Sie auch. Waren Sie's? Wenn ich Nein sage, wären Sie jemals sicher? Schalten Sie das aus. Bitte. Das durfte nicht geschehen. Sie sind zu weit gegangen. Alle Anwesenden sind wirklich bestürzt. Ich halte Sie nicht für verrückt. Aber was Sie sagen, ist die Unwahrheit. Und es bleibt nur eine einzige Erklärung. Sie haben sich einen üblen Scherz mit uns erlaubt. Sie haben uns angelogen. Ist es nicht so, John? Wenn Sie Ihre Geschichte nicht zurücknehmen, dann werde ich gezwungen sein, Sie unverzüglich zwangseinzuweisen. Ich habe das Recht, Sie einweisen zu lassen. Das wissen Sie. Ich fordere Sie auf. Ich bitte Sie. Sagen Sie uns die Wahrheit. Schenken Sie uns reinen Wein ein. Es wird Zeit, John. Bitte. Sie haben gewonnen. Ich gebe auf. Was? Es war eine Geschichte. Es war alles nur eine Geschichte. Unglaublich.
nur eine Geschichte. Es war nur eine Geschichte, aber warum denn John, nur? Wir haben uns gefragt, ob Sie noch richtig ticken und jetzt ist alles nur erfunden. Wie kommen Sie nur auf so eine Schnapsidee? Wär's besser, ich wäre verrückt? Ich wünschte fast, Sie wären es. Sie haben mich dazu gedrängt. Sie alle. Wie denn? Zuerst die Van Gogh-Kopie. Sie hatten nie was davon erzählt. Dann die Bemerkung, ich würde nicht älter werden. Art gab mir sein Buch über den Urmenschen. Dan entdeckte den Faustkeil und sagte, würden Steine sprechen. Ich wusste es. Und so ist die Geschichte geboren worden. Ich habe ihre Reaktion getestet und ging leider zu weit. Zu weit? Das kann man wohl behaupten. Sie haben gefragt, ob ich eine Person aus der biblischen Geschichte sei, ob ich vielleicht verschiedene Identitäten angenommen hätte. Wir haben nichts weiter getan, als mit einem Gedankenexperiment Katz und Maus zu spielen. Sie haben mein Spiel gespielt, ich habe ihrs gespielt. Oh Mann, ich fühle mich mächtig verarscht. Gratuliere. Kennen Sie diese chinesischen, ineinander verschachtelten Kästchen? Ich fühle mich gerade, als ob ich im kleinsten dieser Kästchen stecken würde. Sie sind ein verdammter Mistkerl. Wie konnten Sie uns das antun? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ich weiß, ich wollte es mehrmals auflösen, aber es war reizvoll zu sehen, ob und wann Sie mich widerlegen würden. Sie waren das perfekte Publikum. Anthropologe, Archäologe, bibelfeste Christin, Psychologe. Okay, mir reicht's. Ich verschwinde. Kommen Sie. John, werden Sie ein Buch schreiben? Wenn ja, kriegen Sie ein Exemplar. Ich verzichte darauf, okay? Sie sind ja ein Sonderfall für die Klapsmühle. Wir sind geschiedene Leute. Es war schön, Sie gesehen zu haben, Dr. Oldman. Ihr Name ist doch ein Wortspiel. Old Man? Nehmen Sie den für Ihre Geschichte? Linda! Bis dann. Art hatte halb recht. Welche Hälfte? Zumindest muss ich nicht mein halbes Biologiewissen über Bord werfen. Welche Hälfte? Eine wundervolle Idee. Mit so vielen Möglichkeiten. Vielleicht schreiben Sie einen Beitrag, Doktor. Womöglich werde ich's. Ich befrage Sie dazu dann in der Gummizelle. Vielleicht brauchen Sie wirklich professionelle Hilfe, mein Freund. Meine Güte. Ich fand mich ziemlich überzeugt. Nein, sie mussten dir glauben, weil sie keine Wahl hatten. Aber wenn ich eins über dich weiß, dann, dass du Leute niemals missbrauchen würdest. Ich meine ihr Wohlwollen und ihre Intelligenz. Grundwissen der Psychologie? Nein, Grundwissen einer Frau. Du bist ein begabter Lügner. Aber eins möchte ich wissen. Wie heißt du wirklich? Ob du es glaubst oder nicht, es klang immer wie John. Und warum dieser Rückzieher? Es war genug. Ich hätte es eigentlich gar nicht erst so weit kommen lassen dürfen. 14.000 Jahre. Das waren wohl viele Frauen. Ich habe sie nicht gezählt. Wer es glaubt? Also, ich fahre Edith nach Hause. Sandy? Ich bleibe noch hier. Bereuen Sie vielleicht, was Sie gesagt haben? Das können Sie mir glauben. Gut. Wie ein guter Christ. Oh, John. Oh. Sie waren ziemlich ungezogen. Aber wir sind froh, dass Sie nicht übergeschnappt sind. Selbst Art, ihr hasst nur alles, was er nicht versteht. Sie sind ein Sadist, John. Aber manchmal spiele ich gern Katz und Maus, selbst wenn ich dabei den Kürzeren ziehe. War eine nette Party. Viel Glück. Alles Gute. Danke. Können wir? Machen Sie es gut. Okay, gute Nacht. Ich weiß nicht. Da ist was mit Ihnen und Ihrer Geschichte, John. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger fühle ich mich eingesperrt. Ich spüre eine Weite. Ich spüre eine Weite in dem, was wir Realität nennen. Plötzlich scheint alles möglich zu sein. Einfach alles. Ja. Nein. Nein, kein Wort mehr.
Ich fahre jetzt nach Hause und sehe mir was Reelles an. Vielleicht Star Trek. Ich wünsche Ihnen viel Glück, wohin Ihre Reise auch geht. Schreiben Sie noch mal eine Karte. Ich meine, falls sich eine Gelegenheit ergeben sollte. Das werde ich. Also, John Oldman, unter welchen Namen hast du noch gewirkt? Vielen. John Parley für Paläozän. John Feuerstein. Vor 60 Jahren war ich besonders kreativ. Damals lehrte ich in Harvard. Und da hieß ich John Thomas Party. John Tea Party, Boston Tea Party. Ja, schon gut. Moment mal bitte, warten Sie. Boston? Vor 60 Jahren? John Party? Sie haben doch nicht etwa Chemie unterrichtet. Das glaube ich Ihnen nicht. Ihre Mutter hieß Nola. Nein. Doch. Nein. Ja. Ja. Nola. Meine Mutter. Das ist unmöglich. Mein Hund, wie hieß der? Wir hatten ihn schon vor meiner Geburt. Wuffy. Gruber, hat sie wieder geheiratet? Sie sagte, sie hätten uns sitzen lassen. Tut mir leid, ich musste weiter, das wissen Sie. Ihr wart versorgt. Mir ist kalt. Du hast immer schnell gefröstelt, Willy. Die Kälte war nichts für dich. Du hattest einen Bart. Ja, und du hast immer daran gezogen. Will! Ruf schnell einen Rettungswagen. Willy, Will, komm schon. Komm, mein Kleiner. Thank you.